Arbeiter hier. Wilhelm von Montferrat hat viele redliche Händler in diesem Bezirk durch Männer ersetzt, die ihm treu ergeben sind. Er will das Vertrauen in König Richard schmälern, indem er den Bürgern schlechte Waren zu überhöhten Preisen verkauft. Diese Händler müssen entfernt werden. Findet ihre Stände und zerstört sie. Gut, 2 Marktstände, und zwar die direkt am Meer. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Hier ist Nummer 1. Nein, ihr versteht das. Wie ging das nochmal mit dem Kreisen? Ich brauch das Geld. Hier wirst du sterben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Okay, jetzt müssen wir diesen Markttank zerstören noch. Oder Leute, leider nicht ganz so leicht. Okay. Tut mir leid. Aber die Zeit rennt. Okay. Jetzt fix zurück. Au. Ja, ich weiß, dass es ein Synchronisationsverlust ist. Danke für eure Hilfe, Alter. Für euch war es keine große Sache, aber wichtig war sie allemal. Dieses Pergament wird euch helfen, wenn ihr Wilhelm entgegentretet. Ich weiß doch nicht, wie ich ein Pergament... Ein weiterer Mann im Hafen scheint mit Wilhelm in Verbindung zu stehen. Okay, das scheint uns doch zu helfen. Okay, wir machen jetzt ja den Aussichtsturm hier. Gut, und der ist irgendwo hier drüben. Wir gucken erstmal, bevor wir hochklettern. Gucken wir den Diagramm nach oben. Ah, oh, Tauschmerzen. Achso, ne. Jetzt kommt wieder so diese lustige Geschichte, Alter. Ihr kommt da nicht hoch. Everybody dance now. Okay. Keine Ahnung. Gut. Alter, ja, du machst mir das Leben manchmal echt schwer. Gut. Turm, blablabla von blablabla, nein, 9 von 11, genau. Habe ich irgendwie bei Turm 7, 8 und 8 nicht aufgepasst? Oh, keine Ahnung. Manchmal weiß ich nicht, was ich mache. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Gehirn schaltet ab, während ich irgendwas mache. Okay. Wir retten jetzt noch kurz den Bürger auf dem Weg zum nächsten. Ja, der nächste Aussichtsturm ist schon noch ein Stückchen. Wobei, wir retten jetzt diesen Bürger, dann gehen wir zu dem Aussichtsturm, dann retten wir diesen Bürger, dann zu dem und dann kommen wir direkt zurück zum Büro.
Also gut, dass wir am Anfang nicht den einen Aussichtspunkt genommen haben. Oh. Alter, ja, warum hast du deine Waffe gesteckt? Die, dein Schwert! Schick dir seine Waffe weg! Was ist denn diesem Typen gefahren? Ich sollte euch danken, aber denkt nicht, dass ich es nicht auch allein geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht behandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Guter Gott. Da kann jemand auf jeden Fall Hilfe annehmen. Okay, machen wir weiter. Wie konnte das geschehen? Habt ihr das gesehen? Sieben von neun Bürgern. Oh, es gibt noch irgendwo einen Bürger. Da, nehmen wir den da. Eins. Hallo, Busch. Wir sagen Glocke ein. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Was ist das? Da haben wir nochmal ein paar Partisanen. Dann können wir... Oh, jetzt muss ich aufstoßen. Okay. Auf den Turm hochklettern. Und zwar hier ist die Leiter. Einfach an der Wache vorbei. Mal auf den einfachen Weg. Okay, dann drücken wir E. Nein, anderes E. Ich habe irgendwann mein Caps Lock aktiviert. Das Licht verrät es. Okay. Jetzt haben wir 10 von 11. Ja, ich schäme mich doch fort. Guck hier, ich bin im. Links genannt. Im. Im Heu. Okay, wir haben hier noch eine Informanten-Herausforderung. Okay, wir retten jetzt kurz den... Upsa, entschuldige. Den Bürger, dann die Informanten-Herausforderung und zuletzt... Was ist denn das für ein lebensverseuchtes Nest? Und zuletzt, holen wir uns den letzten Aussichtsturm. Er wird sich noch verletzen und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Ja, das ist mir eigentlich relativ wurscht, weil wenn ich mich verletze, synchronisiere ich erneut. Du dreckiger Dieb, dafür hacke ich dir die Hände ab. Dieb, das wird dich lehren zu stehlen. Au. Nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Was für Zicken. Okay, dann kommt jetzt die Informanten-Herausforderung dran. Wie schrecklich. Ah ja, sehe, wir haben tatsächlich noch eine Aufgabe nicht. Ich stehe euch bei bis zum Ende. Ich habe viele Dinge. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm. Da haben wir eine Flagge, die nehmen wir mit. Da haben wir schon 8 von 34. Bei Gott, tötet mich nicht. Ach, ihr seid es, Alter, ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, 2 an der Zahl. Ich versuchte einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Gern doch. Das sind ja so meine Lieblingsmissionen, habe ich das Gefühl. Okay, warte. Erstmal alles anklicken, außer das Ziel. Ich hoffe, wir kommen ja durch ohne Probleme. Ja, kommen wir. Problem. Das hat sicher weh getan. Oh!
Oh man. Heide, dafür wirst du bezahlt. Wieso bin ich eigentlich zu überfordert, ein Assassine zu sein? Sind Sie schon tot? Nein? Was tut ihr dann hier? Wollt ihr, dass ich sterbe? Bitte geht und kommt wieder, sobald ich sicher bin. Ja? Ist ja gut. Es tut mir leid. Bewegung! Ich bewege mich doch. Oh, immer diese blöden Leute. So, wir versuchen es gleich nochmal. Den zweibliche Messer. Gut. Und Nummer 2 ist irgendwo diese Richtung. Hä? Okay, Nummer 2 sollte irgendwo hier sein. Nein, da ist Tempomant. Da unten. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Pack die Taste. Ach, Manu. Gut. Das soll geschafft sein. Wir müssen zurück zum Informanten. Falsche Taste. Was? Ich muss das nochmal machen. Och Mann, ich töte doch nicht so gerne heimlich. Das kriege ich nicht so gut hin. Okay. Schon ist das Attentat fehlgeschlagen. Ich habe nicht mal angefangen damit. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ich wollte doch nur die Informantenausrottung machen und dann fix zurück zum Büro. Okay. Sind Sie schon tot? Nein? Was tut ihr dann hier? Wollt ihr, dass ich sterbe? Bitte geht und kommt wieder, sobald ich sicher bin. Ja, das ist mir klar. Ich bin nur zu blöd zum heimlich töten. Okay. Na, jetzt stehen die da natürlich zu zweit da. Das ist noch besser. Das sind wirklich düstere Tage. Nein, warum rennen die zu zweit rum? Was machen diese Typen? Tötet den Assassinen! Und schon wieder fehlgeschlagen. Ich drehe gleich am Rad. Gut, und erneut. Ja, quatsch mich bitte nicht voll. Ich weiß, ich bin ein schlechter Assassine. Oder einen schlechten Attentäter. Okay.
Da sind ein paar Partisanen. Ja, natürlich. Hier sind jetzt auch wieder jede Menge Wachen. Okay, das scheint erledigt zu sein. Ich hoffe, diesmal auch endgültig erledigt zu sein. Steht noch Nummer 2. Nummer 2 steht da hinten, glaube ich, irgendwo. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, mein Tag für eine Münze. Wo ist Monsieur, Wache hin? Ah, hier. Okay. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Alter, diese Frau geht noch die Nerven. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin dran und hungrig. Und jetzt schnell zurück zum Informanten. Geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. Danke, Meister. Ich versuchte, einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen, damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Ich versagte. Also ist euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Vergebt mir. Aber sonst geht's dir gut, ja? Okay. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, das wird nicht einfach. Wir müssen hier hoch zum Aussichtsturm. Da ist schon der Heuhaufen, den wir gleich wahrscheinlich reinspringen. Oh Mann. Alter, ihr macht. Stell dich doch manchmal nicht so oft blöd. Damit würdest du mir vieles erleichtern. Gut, dann, ja, ich weiß, ich darf nicht hier sein, aber ich will kurz nur die Umgebung erkunden. Autsch. Dann können wir jetzt hier runterspringen und zurück zum Büro. Warte, ihr. Springst du mal bitte? Hallo. Ach, jetzt. Ich wollte gerade schon sagen, warum springt denn der Typ nicht? Gut, hier ist das Büro. Da gehen wir jetzt hier auch hin. Und zwar irgendwie nicht über die Dächer am besten. Ah, so viele Gassen und Wege. Ich hasse es. Kann mir jemand sagen, warum er das tut? Ich hab doch gar nichts gemacht. Immer diese empfindlichen Leute. Okay. So, wir sind gleich im Büro. Denke ich. Glaube ich. Vermute ich. Ja, da ist das Büro. Muss ich wollen. Und dann können wir hineingehen. Alter, ihr. Was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Okay, wir nehmen die Feder. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Genau. Gut, da ich jetzt gerade am Verhungern bin, würde ich sagen, wir hören hier auf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind relativ schnell durch Arkon durchgekommen, finde ich. Also durch den zweiten Teil von Arkon. Wenn Arkon? Echt, wir sind in Arkon. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind. Okay, ja, wir sind noch in Arkon. Okay. Wir sind relativ schnell durchgekommen, fand ich persönlich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wirklich vergangen ist. Habe ich nicht geguckt. Genau, also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal
wo wir das Attentat auf Wilhelm von Montferrat begehen. Wiedersehen!